Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu diesem Jus-Profi-Video. In diesem Video beantworten wir die Frage, was das Talionsprinzip ist. Falls euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. In der Zwischenzeit ein Like. Danke. Wie du mir, so ich dir. Also, das Talionsprinzip lässt sich grundsätzlich ganz einfach erklären. Fangen wir mal an mit dem Begriff. Der Begriff kommt grundsätzlich aus dem Lateinischen. Der ganze Name ist Jus Talionis. Jus ist das Recht und Talio bedeutet Vergeltung. Unter diesem Talionsprinzip versteht man eine Regelung, der zufolge ein Gleichgewicht zwischen dem Schaden, der einem Opfer entstanden ist, und einem Schaden, der dem Täter entstehen soll, besteht. Das heißt, man versucht, einen Schaden auszugleichen beim Täter mit einem gleichwertigen Schaden. Man kennt auch das allseits bekannte Sprichwort Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das trifft es eigentlich perfekt. Und das ist auch ein Auswuchs des Talionsprinzips. Nun fragt man sich, das ist so ein altertümliches Recht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn man heute Auto fährt und es fährt einem jemand rein, dann heißt das nicht gleich, dass man dieser Person mit dem Auto auch einmal reinfahren darf. Das heißt, das Talionsprinzip ist unserer Rechtsordnung als Ausgleich für Schäden grundsätzlich fremd. Es gibt aber den einen oder anderen Ausfluss des Talionsprinzips. So gibt es beispielsweise im UWG Einflüsse, die einem Talionsprinzip nahe kommen oder an das Talionsprinzip angelegt sind. Aber auch im Urheberrecht gibt es was zum Talionsprinzip. So beispielsweise die Urteilsveröffentlichung im Sinne des Paragraphen 85 Urhebergesetz, falls jemand nachschauen möchte. In diesem Sinne, falls ihr aus diesem Video einen Mehrwert erlangt habt, dann würde ich euch bitten, einmal den Like-Button zu betätigen, und wenn euch das Ganze hier gefällt, dann scheut euch nicht, gerne auch Fragen und Kommentare in die Kommentarleiste zu stellen. Teilt das Video, abonniert uns auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, hört euch unseren Podcast an, der immer wieder sehr spannend ist. Vielen, vielen Dank, ihr seid die Besten.